Vielen Dank, dass du für dieses Video eingeschaltet hast. Wir werden uns in diesem Video die Webcam vom Hersteller Chiga anschauen. Sie nennt sich Stream Webcam und hat tatsächlich ein paar interessante Features, die andere Webcams nicht haben. Aktuell sinken ja auch wieder die Preise für Webcams, nachdem sie jetzt ein Jahr lang auf einem Allzeithoch waren, dank der Corona-Pandemie. Wir schauen uns in diesem Video also auch an, ob der Preis dieser Webcam gerechtfertigt ist. Mehr dazu nach dem Intro. Das erste, was beim Auspacken dieser Webcam auffällt, ist der großzügige Lieferumfang. Denn es ist nicht nur die Webcam enthalten, sondern auch ein kleiner Tripod, mit dem man die Webcam auf einen Tisch zum Beispiel stellen kann. Die Webcam selbst verfügt über ein 1,25 Zoll Gewinde, mit dem dann auch der Tripod entsprechend befestigt werden kann. Zudem kann ich diese natürlich auch ganz normal an meinem Bildschirm befestigen, hier soweit erstmal nichts Besonderes. Besonders ist aber, dass nach der Befestigung am Bildschirm ich die Webcam nach unten neigen kann und in jede Richtung drehen kann. Da aktuell ja viele wahrscheinlich im Homeoffice sitzen und vielleicht sich das Homeoffice auch noch teilen müssen, finde ich das eine recht praktische Funktion. So ist immer der im Bild, der auch im Bild sein soll. Eine andere praktische Funktion dieser Webcam ist die Möglichkeit, ein Licht anzuschalten. Die Webcam selbst hat ein integriertes Ringlicht, das ist zugegebenermaßen nicht besonders stark, aber bei schlechten Lichtverhältnissen, da macht auch ein bisschen Licht schon deutlich was aus. Im Video kannst du dir jetzt den Unterschied anschauen. Ich habe das Ringlicht ein- und ausgeschaltet und ja, man sieht so ein bisschen den Unterschied in der Beleuchtung der Objekte. Das Ringlicht selbst hat auch nochmal ein paar Besonderheiten. Es ist nicht einfach nur ein Licht, das ich ein- und ausschalten kann, sondern es hat drei Funktionsmodi, nämlich kaltes Licht, warmes Licht oder beide kombiniert. Und jede von dieser drei Stufen hat nochmal drei Stufen in der Helligkeit zu regeln. Das heißt, man kann das recht gut individuell anpassen. Ich würde aber behaupten, da das Licht eh nicht besonders hell ist, wird man am Ende immer bei der hellsten Stufe landen, dass man überhaupt einen Effekt sehen wird. Die Bildqualität der Webcam, die reißt einen jetzt wahrlich nicht vom Hocker, kann man ja jetzt hier auch im Video ganz gut sehen, ist nicht grottenschlecht, ist aber jetzt auch nicht Hochglanz. Muss man halt bedenken, naja, so siehst du ja hier im Video, was dich dann erwartet mit der Webcam. Ich finde es aber für eine Webcam ausreichend. Was ich einen wichtigen Faktor noch finde bei der Webcam, ist auf jeden Fall das Mikrofon. Und genau das werden wir jetzt gleich mal testen. So, jetzt hört ihr mich über die Webcam. Ich habe jetzt einfach das Mikrofon der Webcam verwendet. Und im Vergleich mit meinem Zoom H1N Recorder fällt das natürlich maximal schlecht aus. Das ist mir auch klar. Aber man hat jetzt hier nicht megamäßig störende Hintergrundgeräusche und man kann mich verstehen. Ihre Hauptaufgabe, würde ich mal sagen, für ein Videochat hat sie damit erfüllt. Trotzdem, der Ton wird jetzt keinen unbedingt vom Hocker hauen. Man muss natürlich damit rechnen, dass die Voice-over-IP-Software, also euer Chat-Tool, wie zum Beispiel Zoom, Microsoft Teams oder Jitsi, die haben auch nochmal eine Verbesserung der Sprachqualität integriert. Also es wird durchaus so sein, dass das, was dann der Empfänger hört, anders sein wird als das, was du jetzt hörst von der Testaufnahme von mir, da ich jetzt einfach nur den rohen Sound aufgezeichnet habe. Ich schalte aber mal in meinem Audioprogramm hier die Rauschunterdrückung ein. Also was du jetzt hörst, ist die ganze Zeit mit der aktivierten Rauschunterdrückung, also schon so ein bisschen ein verbessertes Signal. Was ist also das Fazit zu dieser Chiga-Kamera? Aktuell kostet die so um die 45 Euro auf Amazon. Der Hersteller hat mir jetzt auch noch zugesagt, dass ich einen Voucher bekomme für euch. Ich habe ihn noch nicht bekommen, entweder steht er dann in der Videobeschreibung oder ich blende ihn jetzt im Video ein. Also gerne mal in die Videobeschreibung schauen, ob da ein Voucher zu finden ist. Dann gibt es hoffentlich nochmal ein bisschen Rabatt bei Amazon. Aber die Kamera ist in jedem Fall besser als die Kamera von Aouki, die ich mal vor einiger Zeit auf diesem Kanal getestet hatte und die hat sich in einem ähnlichen Preisrahmen bewegt. Also es sind halt so ein paar Convenience-Features dabei, dieses Schwenken und Kippen fand ich eine super Sache. Dass die Licht hat, ist auch nicht zu unterschätzen. Das kann wirklich auch schon einen Unterschied machen bei der Aufnahme. Und dass auch ein brauchbares Mikrofon dabei ist, das kein Ohrenbluten beim Gegenüber auslöst, das finde ich auch schon mal ganz okay. Ist jetzt keine High-End-Webcam, aber ich finde, für den Preis erfüllt sie ihren Zweck. Du kannst natürlich gerne auch anderer Meinung sein als ich. Das Schöne bei dieser Webcam ist ja, dass ich hier im Video alles zeigen kann, was die macht. Ich kann den Effekt des Lichtes zeigen, ich kann die Qualität der Kamera zeigen
und ich kann die Mikrofonqualität zeigen. Das habe ich jetzt alles getan. Du darfst ja also ruhig deine eigene Meinung bilden und musst jetzt nicht meine übernehmen. Aber ich finde die Kamera so ganz okay im Vergleich zu denen, was ich so im Preisrahmen schon gesehen habe. Wenn du eine Webcam kaufen möchtest, dann freue ich mich natürlich, wenn du meinen Amazon Affiliate Link in der Videobeschreibung nutzt. Dann bekomme ich auch ein bisschen was ab davon. Ansonsten freue ich mich über ein Abo und über einen Kommentar von dir.